Weil einer muss da sein, der den Notarzt besorgt. Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich hoffe, dass es euch allen gut geht und wie ihr wahrscheinlich schon am Titel erkennen konntet, okay, ich weiß noch nicht so ganz, was ich da reinschreibe, aber auf jeden Fall wird dieses Video sich auch um meine erste Autofahrt handeln. Das hört sich so an, als würde ich jetzt keine Ahnung wohin fahren, aber ja, ich werde halt so mich ins Auto setzen und dann so einfach ein paar Dinge ausprobieren. Was heißt hier ausprobieren? Also ich, keine Ahnung, ich war noch nie sozusagen am Steuer dran und deswegen, ich bin schon ein bisschen aufgeregt, aber ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal los zum Frühstück. Das Ganze wird heute Nachmittag passieren. Jetzt erstmal werde ich euch ein bisschen mitnehmen hier und genau, yeah, ab zum Frühstück. So, Frühstück! So, Freunde, wir sind jetzt noch am Strand. Ja, genau. Ich meinte ja, dass wir zum Strand gehen, nachdem wir gefrühstückt haben. Und jetzt ist schon mittags und wir chillen hier schon die ganze Zeit. Ja, genau. Hier ist es auch eigentlich relativ voll. Also es ist schon, naja, okay. Gestern war es voller. Gestern war nämlich Sonntag und die Wellen einfach sind so hoch. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber es sieht von hier einfach so aus, als wenn man von hier direkt so da reinspringen kann. Als wäre es so ein Pool oder so, was eigentlich auch voll geil wäre. Aber ja, auf jeden Fall geht es jetzt gleich für uns hoch ins Hotelzimmer und dann werden wir uns umziehen und fertig machen. So, damit ihr das nochmal sehen könnt, für mich das jetzt immer so, so sieht es hinter mir aus. Es sieht einfach so geil aus und wenn man dann hier weitergeht, sind die ganzen Liegen hier und hier auch und da hinten halt das Meer, was einfach so geil aussieht. Ah, oh mein Gott. Halt echt aus wie so ein Pool, wenn man von hier unten so filmt. Wir sind jetzt schon auf dem Rückweg. Ey Leute, es ist so unfassbar heiß hier und da müssen wir jetzt noch hochlaufen. Ich weiß nicht, ob man sehen kann, wie ewig das ist, aber es dauert auf jeden Fall ewig lange. Oh mein Gott, ich melde mich, wenn ich im Hotelzimmer bin und wenn ich den Weg überlebt habe. So, angekommen in unserem Hotelzimmer. So sieht es hier übrigens aus. Hallihallo. Ja, hier ist ein Bett und dann unsere ganzen Sachen. Und hier ist auch noch ein Bett und da ist dann die Dusche und Toilette und so. Ja, hallihallo. Und hier drüben, oder draußen eher gesagt, ich hoffe, ich kriege das hier hin. So, ist unser Balkon. Ich zeige euch den mal. Ja, erstmal hier alles in Riegeln. So lang, genau. So sieht das hier aus. Es sieht einfach voll geil aus. Hallo, nochmal. Und ich werde mich jetzt erstmal fertig machen und melde mich dann gleich, wenn ich wieder fresh bin oder wenn ich mich schminke. Also wir sehen uns dann. Oh mein Gott, guckt euch einfach mein Gesicht an, wie sehe ich aus. Tada, I'm ready. Ja, ich muss nur schnell meine Haare ein bisschen durchkämmen und dann geht's los. Ich bin sehr aufgeregt, weil jetzt kommt die spannende Szene hier im Vlog. Autofahren. Übrigens, natürlich machen wir das auf einem Gelände, was abgesichert ist, abgrenzt und. Also no panic auf der Titanic. Ja, ich würde sagen, let's go! Hier, meine Freunde, können Sie mein Outfit erkennen. Ja, ich habe einfach so ein schwarzes Kleid an. Und ich würde sagen, let's go! Das ist übrigens unser Hotel. So sieht das hier aus. Und genau, eigentlich voll süß. Meine Eltern sind schon da vorne. Wir beeilen uns jetzt mal, damit wir direkt schnell nach danach kommen. Wir sind jetzt schon im Auto und werden jetzt zu diesem Gelände fahren. Ich bin ein bisschen nervös, weil, keine Ahnung, ich habe ja noch nie irgendwie sowas mit Autofahren zu tun gehabt oder so. Also ja, klar schon, aber oh mein Gott, einfach fett überbelichtet. Ja, aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Deswegen hatet mit mich nicht. Ich, also wenn ihr schon Auto fahren könnt, dann ja, freut mich das auf jeden Fall. Ich will auch wahrscheinlich nächstes Jahr mit meinem Führerschein anfangen. Aber ja, wir werden mal sehen, wie ich mich so anstelle. Und übrigens unser Auto hier, also wir haben so einen Mietwagen, der ist mit Schaltung. Deswegen, ich mache meinen Führerschein auch mit einem Schaltwagen. Okay, also wir sind angekommen. Meine Mom filmt von draußen mit, weil sie will nicht durchgeschüttet werden. Ja, und außerdem filmt sie von draußen, weil einer muss da sein, der den Notarzt besorgt. Oh Mann, nein, das ist gemein. Ih, das ist Vogelscheiße. Okay, auf jeden Fall. Oh mein Gott. Oh mein Gott einfach. Wie heftig ist er? Ja, so machen wir das auf jeden Fall. Ich muss mal kurz gucken, wie wir das jetzt hier machen.
Aber ja, gut. Warte mal kurz. Oh mein Gott. Ah. Ich sitze hier drinnen am Lenkrad und wenn ich jetzt irgendwas mache, was passiert dann? Dann... Nein, Spaß, alles gut. Also hier kann... To begin, say a command after the tone. Was ist das? Was soll ich machen? Ja, auf jeden Fall aus. Ich hab's nicht angemacht. Was war? Ah ja. Stimmt. Wichtige Regel, ganz wichtige Regel, meine Freunde. Jetzt genau. Jetzt den ersten Gang einlegen. Also bedeutet ganz nach drüben und nach vorne. Ganz nach drüben und nach vorne. Genau. Und jetzt Platten gehen. Was habe ich gemacht? Du musst Gas geben, sonst fährt das Auto natürlich nicht. Oh mein Gott, Papa, ich habe Angst. Ja, das Problem ist, durchtreten. Ja. Die muss immer komplett durchgetreten werden. Jetzt? Ja. Warte mal kurz, eine Frage. Und zwar, wenn ich die Kupplung jetzt durchtrete, ersten Gang mache, dann gehe ich von der Kupplung runter. Nein, dann muss man Gas geben und gleichzeitig die Kupplung kommen lassen. Da gibt es so einen Schleifpunkt und dann kann man losfahren. Lieber Gott im Himmel, lass mich das hinkriegen. Gut, also wie gesagt, ja. Zuerst die Kupplung komplett durchtreten. Mhm. Hast du komplett ja, durch? Ja, ist komplett Tipp mal durch. Kurz ein bisschen aufs Gas. Oh mein Gott. Das Gas muss schon längst drauf sein. Gut, okay. Merkst du so? So, jetzt die Kupplung durchgetreten lassen, den ersten Gang einlegen. Ich werde sterben. Den ersten Gang? Genau. Kannst du den machen? Oder nee. Genau, und jetzt langsam die Kupplung kommen lassen und dabei langsam Gas geben. Ja, super? Oh mein okay, Gott. Okay, super. Soll ich hoffen? Okay. Tut mir leid. Aber es war schon mal ein ganz Kupplung guter Anfang, oder? Also die Kupplung voll durchtreten, ersten Gang einschalten und Bremse runtergehen und ein bisschen aufs Gas. Genau, und dann, wenn du Gas gegeben hast, ruhig runter von der Kupplung, aber lass das Bein vor der Kupplung stehen, vorsichtshalber. Und wenn du merkst, dass das Auto zu schnell rollt, drückst du die Kupplung sofort wieder durch und drückst gleichzeitig auf die Bremse. Aber vorsichtig, bis wir zum Stehen gekommen sind. Ersten Gang einlegen. Genau, jetzt langsam Gas geben und langsam von der Kupplung runterkommen. So, und brauchst keine Angst haben, wir haben ein schönes Stück geradeaus, kann nichts passieren. So, genau. Kupplung. Ja, okay. Hast du Kupplung? Ja, ich. Stimmt, Auto ist noch an, super. Ah! So. Und dann versuchen wir dich mal vorne aufs Lenken zu konzentrieren. Genau, fahr mal, super. Ah! Ich schreie, du musst dich konzentrieren, Hase. Konzentrier dich. Genau, super. Von der Kupplung, ja. Super. Lenk mal hier geradeaus. Ich fahre, Papa, ich fahre. So, jetzt mach mal so, dass du kuppelst. Fahr mal hier nicht von der Straße runter und bremse. Kuppeln. Du musst die Kupplung durchtreten. Du trittst die Kupplung nie durch. Das ist das Problem. Ich hab aber gerade Angst gehabt, deswegen musste ich kurz anhalten. Nein, du brauchst keine Angst haben. Du brauchst doch bloß die Kupplung. Ja, natürlich. Du hast das Auto wieder absaufen lassen. Kupplung voll durchtreten. Ja. Ich hab schon verstanden. Ah, ist doch super, ist noch an. So, Kupplung hast du durchgetreten? Ja. Ersten Gang einlegen. Ist ja nicht schon... jetzt fahren wir berghoch so ja an. Was? Ja, wir haben noch genug Puffer, brauchst keine Angst haben. Genau, fahr mal, Gas ein bisschen. Super. Toll. Super. Und jetzt? Toll, hat sie gesagt. Ja, ist ja super. Ich kann nicht wieder... Traust du dir, um die Kurve zu fahren? Nee? Oder? Probier mal. Was muss ich machen? Fahr mal genau in dem Tempo weiter. Ja. In dem Tempo fährst du weiter. Ja. Nicht viel mehr Gas geben, mhm. Fahr mal weiter. Da jetzt liegt irgendwas auf der Straße. Ist egal, jetzt bringst du längst rum um die Kurve. Super, rumlenken. Super, bleib gerade hier auf deiner Spur, jetzt bist du auf der Gegenspur. Genau, super, jetzt fahren wir hier wieder rein, dann fahren wir nochmal vorbei. Na klar. Noch eine Kurve. So, und jetzt fahren wir da wieder hoch. Und jetzt gibst du, wenn du wieder gerade bist, gibst du ein bisschen mehr Gas. Genau, super. Fahr mal gerade, jetzt gibst du ein bisschen mehr Gas. Ein bisschen Gas geben, sonst ruckelst du. Genau, super. Mhm. Fährst weiter. Jetzt drückst du die Kupplung wieder voll durch und drückst in den zweiten. Nein. Ach so, dann nicht. Oder? Du musst aber die Kupplung immer voll durchdrücken. Ja, ich drück die Kupplung. Du musst Gas geben erstmal, sonst bleiben wir stehen. Jetzt hast du die Kupplung durchgetreten und gibst gleichzeitig Gas. Das funktioniert nicht. So? Funktioniert das jetzt? Nee. Da hast du die Kupplung durchgetreten. Das ist das Problem. Bis der Gegenspur. Sie fährt auf der Gegenspur. Ja, Mann, ist mir sowas von egal. So, jetzt vorne wieder langsam um die Kurve rum. Hier? Ja. Wenn wir vorne. Nein, einfach nur rumlenken. Weiter in dem Tempo rumfahren und rumlenken. Mhm. Genau, super. Nicht so doll einschlagen, immer auf deiner Spur bleiben. Ja, ich seh's. Und noch eins rum? Genau, fährst noch mal eins rum.
So, und jetzt lässt man das Auto weiter so rollen. Jetzt drück mal die Kupplung voll durch und dann ziehst du einfach runter in den zweiten Gang. Kupplung voll durch und runterschalten in den zweiten. Genau. Achso, zweiten, genau. Und jetzt? Genau, fährst du. So, jetzt kannst Kupplung, bremsen? Genau, Kupplung voll durchtreten und bremsen. Ich dachte, ich soll bremsen. Ja, aber nicht so doll. Immer ein bisschen vorsichtiger. Und jetzt? Okay, reicht. Wir? Ja, es steht, wir stehen. Oh mein Gott, gibt's Checker! Ich bin gefahren! Ich bin da! Oh mein Gott! So, jetzt Handbremse anziehen, damit der Wagen nicht zurückrollt. Handbremse ziehst du in den Knopf da unten. Genau. Einfach hoch, bis er rot leuchtet. Ist doch schon, ist schon. Okay, und jetzt? Genau, super. Jetzt kannst du... Leute, ich bin gefahren! Ah! Motor ausmachen, bitte. Fährt sie nicht noch eine Runde rum? Ja. Ja, na los, dann noch eine. Wenn du immer kannst, dann mach es. Okay, dann mach nochmal. Er denkt sich nur so, Alter, raus. Wieder den Sitz richtig, wieder den Sitz richtig hier einstellen. Ja, Sitz ist richtig. Okay, kannst die Kupplung voll durchtreten? Ja, Kupplung voll durchtreten. Kannst du nicht, du kommst gar nicht richtig bis ran. Du musst richtig den Sitz ranziehen. Okay. Ja. Gut. Kupplung durch. So, genau, die Handbremse lösen. Super, die Kupplung leicht kommen lassen und Gas geben. Kupplung kommen lassen, Kupplung kommen und Gas. Ja. Super. Und ruhig von der Kupplung jetzt weg. Geh mal weg von der Kupplung. Ja. Genau. Und jetzt merkst du, wenn du ein bisschen mehr Gas gibst, wird er schneller. Ja. Und so weiter. Versuchen auf deiner Spur zu fahren. Jetzt, wenn du abbiegst, blinkst du auch noch. Jetzt wäre ein bisschen schwerer. Drückst einfach den Blinker runter. Zack, genau. Und jetzt fahren wir hier die Straße rein. Der blinkt nicht mehr. Nee, ist nicht so schlimm. Fahr rum. Genau. Super. So, die nächste gleich wieder rein. Aber wir bleiben auf unserer Spur. Du musst mal gucken, du bist die ganze Zeit in der Gegenspur. Ja, das ist mir gerade ganz egal. Nee, wenn, dann wollen wir richtig machen. Okay. So, jetzt kannst du hier, wenn du hier gerade bist, wieder ein bisschen Gas geben. Gibst Gas, bleib aber gerade. Ja. Dann die Kupplung durchtreten, gib mal ein bisschen Gas. Ja. Kupplung durchtreten und den zweiten schalten. Schon wieder diese Kacke. Nee, Kupplung durchtreten. Ja. Jetzt Gas, Gas, Gas. Ja. Sonst läuft er ab, weil er sonst... Okay. Genau. Super, jetzt bist du schon im zweiten Gang. Vorne biegst du jetzt wieder einfach rum einmal. Ja. Langsamer werden. Langsamer wirst du automatisch, wenn du... Die Kupplung mit runter. Nee, wenn du vom Gas runter gehst. Ja, okay. Dann wird das Auto automatisch langsamer. Bleib schön auf deiner Spur. Ja, sehr gut. Mhm. Jetzt wieder rum. Schön den Blinker nicht vergessen. Super. Schön, dass hier überall Scherben liegen und wir mal durchfahren. Bleib gerade. Sieht aus wie auf einer Landebahn hier. Genau. Ja, jetzt wieder kuppeln, im zweiten. Kupplung voll durchtreten, zweiter Gang und wieder Gas. Genau. Schön gerade bleiben. Kupplung voll durchtreten. Ja. Bremsen. Langsam. Langsam, nicht so doll immer. Und Kupplung hier treten lassen, sonst läuft doch das Auto ab. Anziehen, dass wir nicht rückwärts rollen. Super. Das soll es gewesen sein. Warte, hast du gecheckt? Mega. Mega. Ja? Na klar. Na, dafür nochmal. Ich bin gefahren. Oh mein Gott, Leute! Ich hätte nicht gedacht, dass ich eine Runde rumfahren kann. Oh, jetzt ich dachte echt, ich bin ein bisschen schlechter. Das rollt jetzt aber nicht mehr los, ne? Du hast ja die Handbremse angezogen. Ich vertraue diesem ganzen Ding doch nicht. So ganz. Ich glaube, ich bin wie so ein kleines Erdmännchen, was sich gerade freut, dass es eine Runde um den Platz gefahren ist. Aber ey, Leute, ich habe noch nie was mit Autos zu tun gehabt, also. Oh, sorry. Freunde, ich fand's so krass einfach. Oh mein Gott, ich weiß nicht, wie ihr es fandet oder so. Schreibt mal in die Kommentare, vielleicht habt ihr schon einen Führerschein oder sowas. Oder, ich bin ja auch das erste Mal jetzt so random halt gefahren, was ich halt voll krass fand so. Also, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall schreibt mal in die Kommentare, ob ihr schon mal das erste Mal Auto gefahren seid oder es halt wenigstens so getestet habt oder vielleicht irgendwie generell einfach mal am Steuer saß oder so. Ja, ich find's auf jeden Fall richtig, richtig krass. Und ja, genau, das auf jeden Fall dazu. Das war es jetzt auch schon mit diesem Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Und ja, oh mein Gott, einfach zu crazy, dass ich das erste Mal... Ich habe es mir schon so lange vorgenommen und vor allem, ich war halt schon immer so, dass ich irgendwie jetzt in letzter Zeit richtig diesen Führerschein-Flash hatte, dass ich immer meinen Führerschein machen wollte und so. Ich bin ja vor ein paar Monaten erst 16 geworden. Wobei ich glaube, dass ich jetzt sogar schon anfangen könnte, aber ich fange erst mit 17 an. Und ja, genau, auf jeden Fall das dazu. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir gerne einen dicken, fetten Daumen nach oben. Und ihr könnt mich auch gerne kostenlos abonnieren. Könnt ihr hier unten sehen. Und außerdem blende ich jetzt hier oben meine Social-Media-Accounts ein. Und das war's mit dem Video. Tschüss!